Yassas und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir ein griechisches Ostergebäck, Kouloudakia Paschaliatika. Und ich zeige euch jetzt einmal die Zutaten dafür. Für unsere Kouloudakia brauchen wir 1 Kilo Mehl, 4 Eier, ein Backpulver, 200 ml zimmerwarme Milch, 250 Gramm zimmerwarme Butter, den Abrieb von 2 Bio-Orangen, 200 Gramm Zucker und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Alle Zutaten kommen jetzt in meine Schüssel rein, das heißt die Milch, dann die Eier, die Butter, Zucker, Backpulver, dann das ganze Mehl, 1 Teelöffel Vanilleextrakt und der Abrieb von 2 Orangen und da auch nur die Schale und nicht das weiße Teil von der Orange mit reinreiben, weil das weiße wird nämlich etwas bitter. Die ganzen Zutaten lasse ich jetzt in der Maschine miteinander verkneten. Mein Teig sieht nun so aus. Sobald sich alle Zutaten vermengt haben, habe ich es noch für eine Minute weiter kneten lassen. Und jetzt nehme ich es einmal raus von der Schüssel. Ich habe mir hier schon mal ein Backblech zurechtgelegt mit Backpapier. Und jetzt gibt es ganz verschiedene Formen, die ihr eure Kouloudakia geben könnt. Ich mache eigentlich immer, also jedes Jahr, die traditionellste. Und zwar mache ich einen Strang. Jetzt, wie lange ihr das macht, das könnt ihr selber entscheiden. Und dann überkreuze ich das einmal. Dann ist so eine kleine Schlaufe. Und dann geht das immer weiter bis unten hin. Und unten lasse ich dann die Enden so frei. Und die könnt ihr auch so groß machen, wie ihr möchtet. Also entweder ganz klein oder halt in der Größe. Die gehen noch mal etwas beim Backen auf. Deshalb auch nicht so ganz groß machen. Dann gibt es aber auch noch die Form, ist auch klassisch. Ich mache sie recht einfach, würde ich mal sagen. Die gefällt mir auch gut. Und zwar mache ich wieder einen Strang und dann klappe ich das einmal so und so, einfach so wie ein S. Dann drücke ich das so zusammen und die Enden, also hinten und vorne, die drücke ich etwas spitz. Und dann sieht das aus so wie ein kleines Schiffchen. Sieht schon fast so aus wie meine Penerli, also diese Käseschiffe. Wer meine Videos kennt, der weiß, was ich meine. Und dann gibt es noch dieses S, was ich auch sehr gerne mache. Und ich rolle auch immer, egal was für eine Form, für was für eine Form ihr euch entscheidet, ich rolle aus ohne Mehl. Weil dann könnt ihr am besten nämlich mit dem Teig die Form machen. Und zwar, dann nehme ich mir das eine Ende oder Anfang, je nachdem, und drehe das so zu einer Schnecke, bis zur Mitte ungefähr. Und das andere mache ich auch, aber entgegengesetzt. Dann drehe ich das einfach so. Und dann sieht das aus wie ein S. Ist auch eine sehr beliebte Form. Egal, was für was für eine Form ihr euch entscheidet, es gibt aber auch zig andere noch Formen für diese Kouloudakia. Ich mache immer die ganz klassischen, also die erste Form. Aber egal, für was für eine Form ihr euch entscheidet, der Geschmack bleibt gleich und das ist auch der Sinn. Und so mache ich mein ganzes Blech voll. Mein erstes Blech ist voll. Ich habe jetzt hier ein Eigelb mit 1 Esslöffel lauwarmes Wasser. Das verquirle ich jetzt miteinander. Und dann nehme ich mir einen Pinsel und mache da ein bisschen oben drauf auf die Kouloudakia, damit sie eine schöne Bräune bekommen. Und wir backen
bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für circa 15 Minuten, bis sie schön goldgelb gebacken sind. Mein erstes Blech ist nun fertig gebacken. Nach genau 15 Minuten sehen die so aus. Die sollten nicht dunkler sein, also kommt drauf an auf euren Ofen. Deshalb müsst ihr ein bisschen achten, dass sie nicht zu dunkel werden. Meine Kulurakia sind nun fertig gebacken. Es sind insgesamt ungefähr 50 bis 60 Stück kommen von dem Teig an Kulurakia heraus. Es kommt auch natürlich auch darauf an, wie groß ihr die macht. Jetzt mache ich auch einmal eins auf, damit ihr seht, wie das auch im Inneren ausschaut. Schön luftig. Genauso sollten die auch sein. Außen knusprig und innen drin schön luftig. Dieses Rezept ist ein traditionelles Rezept für Ostern. Ihr könnt aber diese Kekse bzw. das Gebäck das ganze Jahr über machen. Es schmeckt gut zu Kaffee oder Tee. Und wir lieben es besonders aber an Ostern, denn da hat es halt Hochsaison und auch Tradition. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch. Viel Spaß beim Nachmachen. Yassas!